Nee, du wirst doch nicht... Habicht, was ist schon ein Habicht? Der Fuchs ist unterwegs. Ich habe ihn heute früh gesehen. Was sollen wir denn jetzt bloß tun, Wronka? Vor allem die Gänse vor ihm in Sicherheit bringen. Schnell! Wohin? Ich weiß, was kommt. Pass bitte so lange auf die Gänse auf, Wronka. Wir sind gleich wieder da. Anka, komm raus, na los. Was hast du vor? Fass mal an. Ich kenne einen Platz, da kommt der Fuchs nicht hin. Geh nach hinten. Füchse haben Angst vor Wasser. Ach bitte, Wronka, hilfst du uns ein bisschen beim Tragen? Kannst du Anker nicht festhalten? Bitte, fass an. Auf geht's. Wo willst du denn hin damit? Das wirst du schon sehen. Aber ich kann doch nichts sehen. Dann musst du es eben abwarten. Idiot. Nein, so geht's nicht. Wir müssen sie umdrehen. Ja. Und was machen wir jetzt? Wirklich machen? Ja, auf jeden Fall. Rosen sind wie Stacheldraht. Wieso machst du sie ab? Wenn der Fuchs die Glöckchen hört, findet er sie gleich, oder? Hast recht. Hey, warte doch mal. Das ist ein guter Platz hier. Kein Fuchs wird sich durchs Wasser zu ihm wagen. Ja, und der Habicht? Dann mal los. Ja. Muss ich mir was einfallen lassen. Bleib schön hier. Komm. So. Meine Tomaten in Ruhe. Ich mag aber keine Tomaten. Lass das sein. Lass los. Hey, Stani. Du kriegst gleich was drauf. Willst du etwa, dass der Habicht unsere Gänse frisst? Und willst du etwa, dass Wronkas Kühe unsere Gemüsebeete zertrampeln? Was? Meine Kühe? Tun die nie. Ich will ja auch nur, dass der Zaun hier bleibt. Schluss damit. Dum-da-dum-dum, dum-da-dum-dum.
Was soll das denn? Na, wenn der Habicht kommt, dann kann er sie wegen dem Schirm nicht sehen. Hast du denn keinen besseren Vorschlag? Hm, mach ihn zu. Und was soll das da werden? Das? Damit jage ich ihm einen Schreck ein. Dass du mir ja nicht Clemens und Clementinchen damit erschreckst. Keine Bange. Hol du ihnen inzwischen was zu fressen. Ist gut. Kommt. Kommt her. Kann ich die Hausaufgaben vergessen? Was ist? Da musst du dich nämlich selber um sie kümmern. Weißt du was? Anka hat den Fuchs ganz weit weggejagt. Sicher wollte sie die beiden vor ihm retten. Sei uns nicht böse wegen der Hütte. So, jetzt bekommst du was Besonderes. Und die Gänse bekommen ihre eigene Hütte.